größere Mächte bewegen sich unaufhaltsam auf uns zu. Ihr müsst schnellstens zu den Gräbern aufbrechen. Ja, das machen wir. Kann ich dich bitten, mir nochmal einen Trank zu verkaufen? Wir sehen, was für Pfeile bietet. So. Hopp. So. Wo ist denn Atma? Es gibt keine Sorgen, die ein Krug Bier nicht heilen könnte. Keine Zuflucht? Okay, der Geisterbeschwörer. Einen größeren Helden als euch hätte ich mir nicht erträumen können. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns. Auf jeden Fall. Hammer vor und wir sind die Power hier. Guten Tag. Ja, Trunkenbold. Ha! Ich wünschte, Cherin hätte mich in den Palast gelassen. Ich hätte diese Mädchen gerettet und die Dämonen mit Arschtritten in die Feuergruben der Hölle zurückgejagt. Geh doch mal zu Rietz da und versuch dich mal da anheuern zu lassen. So, der Geisterbeschwörer. So wie ich das sehe, ist das alles ziemlich verschwommen. Weil er zu viel getrunken hat. Okay. Hi, Captain. Hi, Kumpel. Also, jetzt kennen wir Cherins kleines Geheimnis. Tja, dann verstehe ich auch, warum er mich hier behalten wollte. Ich bin nur froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Jetzt sagt er mir, ich soll noch etwas länger warten, falls ihr hier weg müsst. Naja, gut, ich werde es für euch tun. Vielleicht werde ich dann ja in den Heldensagen erwähnt, hm? Haha, na klar, Captain. Der Geisterbeschwörer. Also, ihr habt, worauf ihr aus wart. Und jetzt bewegt euch, bevor es zu spät ist. Ey, nicht so frech. So, wo ist denn hier Varif? Ist er nicht hier? Wo, wie, was? Da. Guten Tag. Tja, beunruhigende Neuigkeiten machen in dieser Stadt die Runde. Offenbar war die Gefahr größer, als wir dachten. Gute Arbeit. Vielleicht habt ihr unser aller Haut gerettet. Ich vermute, ihr wollt jetzt zu den Gräbern. Ich habe gehört, sie liegen mitten in der Wüste. Mhm. Ja, richtig. Guten Tag. Orasons Rattenfluch? Oh, Tagebuch. Ja, nun, bin froh, dass ihr es gefunden habt. Ein Jammer mit den armen Haremsmädchen, ne? Ich werde sie sehr vermissen. Die anregenden Gespräche natürlich. Na klar. Ja, natürlich. Ah, es ist das Schicksal aller, die sich mit dem Bösen einlassen. Wie kann ich euch helfen? Der Glaube ist stärker als jede Rüstung. Der Schild schützt den Körper, aber der Glaube stellt das Herz des Tapferen. Wie wahr, wie wahr. Ich empfinde kein Mitleid für diesen Möchtegern-Beschwörer. Seine übermäßige Sehnsucht nach Dämonenmacht war sein Untergang. Ihr habt das Unvermeidliche lediglich beschleunigt. Ja? Ihr müsst rasch handeln, mein Freund. Denn Diablo hat zweifellos bald gefunden, wonach er sucht. Findet das Grab von Tal'Rasha, bevor er den Herrn der Zerstörung befreit. Ja. Ich hoffe, dieser falsche Geisterbeschwörer hat im Tod Frieden gefunden. Bedauerlicherweise ist wahrscheinlicher, dass ihn die Dämonen, an die er gebunden war, mit in die Hölle hinabgezogen haben. Lasst euch das eine Lehre sein. Dämonenmagie ist ein schneller Weg, aber ihre Kräfte sind verführerisch und tödlich. Gut. Hat denn noch Cherin jetzt noch mal was zu sagen? Guten Tag. Als ihr eingetroffen seid,
war Warifs Karawane längst überfällig. Mich überrascht, dass er überhaupt durchgekommen ist bei dem Bösen, das inzwischen das Land unsicher macht. Danke für eure heldenhafte Unterstützung. Ich bin auch froh, dass ihr gefunden habt, wonach ihr suchtet. Das Tagebuch sollte euch helfen, das wahre Grab von Tal Rasha aufzuspüren. Hoffentlich gelangen wir noch vor Diablo dorthin. Geht jetzt und viel Glück. Die dämonische Kraft, die aus der verderbten Zuflucht ausströmte, ist gebannt. Ich danke euch sehr für eure Hilfe. Jetzt können wir unser Leben wieder neu aufbauen. Aber alles wird umsonst gewesen sein, wenn es euch nicht gelingt, das größere Übel aufzuhalten, das immer mehr an Boden gewinnt. So ist es. Gut. Dann geht's jetzt ins Grab. Schlucht der Magier. Genau. Wir gehen einfach geradeaus hoch und hoffen, dass schon das Viereck kommt. Hier ist wieder schön offen. Oh, wieso kriegt ihr denn so viel Schaden? Danke. So. Geht aber los hier. Okay, du müsstest ja mal ein Stück zurück, Fiona. Danke. Bitte, bitte. Läuft die Pumpe? Ich sehe das gerade nicht. Ja. Okay. Oh, sie ist Level abgekommen. Sehr gut. Und sie ist gestorben. Das ist nicht so gut. Elchi-Welch. So langsam. Ich hab da keine Muni mehr. Was ist denn das? Ja, Muni kaufen und Fiona wiederholen. Guten Tag. 3,3 kostet jetzt schon. Teuer, teuer. Guten Tag. Da war, guck mal hier, ja, Pfeile. Ja, hier kriegt man Level. Gute Erfahrung. Danke.
Da, ein Langbogen, sehr schön. Wie viel? Wieder ein. Ja, aber... Die muss jetzt mal Leben saugen hier, also. Deswegen machen wir das so. Gehen Homebase. Ich habe leider nur zwei, ja egal. Machen wir hier einen rein. Danke. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Willkommen in meinem Geschäft. So. Auf und davon. Gut. Jetzt kriegt sie auch Leben, wenn sie trifft, halt, ne? Den Gegner. So, hier haben wir das Dreieck. Okay. Hier ist schon mal falsch. Und hier sind die zwei Pfeile. Ist auch falsch. Ja, was heißt zwei Pfeile? Spitzen. Mhm. Hier haben wir das, die Sonne oder was ist das, ein Stern? Ist auch falsch. Hier ist mir richtig. Hier müssen wir rein. Wir kriegen nur von Lebenden und nicht von Untoten kriegen wir kein Leben. Wir kriegen nur von den Lebenden. Life Leech.